Wisst ihr, was Bändern ist? Der neue Trend gegen Lebensmittelverschwendung. Guten Morgen! In einer Mensa der Universität Freiburg begann alles. 40 Freiburger Studenten beschlossen, ein Zeichen gegen die Wegwerf- und Überflussgesellschaft zu setzen und stellten sich nicht mehr an die Schlange zum Essen an, sondern gingen direkt an das Abstellband, um die Reste der anderen Studenten auf dem Teller, auf ihren eigenen Teller zu tun und dann zu verzehren. Es ist unglaublich, wie viel Lebensmittel tagtäglich auf den Abstellbändern, in Mensas, in Kantinen oder in Möbelhäusern weggeschmissen werden. In anderen Ländern der Welt verhungern die Menschen und hier wirft man zubereitetes Essen einfach weg. Klar ist die Chance gegeben, ich höre schon wieder den Kritiker, dass man sich auch mal eine Krankheit einfängt. Der Leiter des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene mit Sitz in Freiburg schätzt allerdings die Ansteckungsgefahr durch das Essen als sehr gering ein. Insbesondere wenn es sich nicht gerade um Suppe oder Getränke handelt. Da sollte man in der Tat etwas vorsichtiger sein. So und so wuchs die Begeisterung in Freiburg, dass man sozusagen diese Idee auch umgesetzt hat, dass das sozusagen ja, dass das funktioniert hat, das wurde oder hat man eine eigene Facebook-Seite gegründet und dass auch andere Mensas bundesweit von diesen Erfahrungen des Bänderns ja, profitieren und dort begannen auch Studenten wir nachzuziehen und es wurde zu einem Trend, das Bändern an Universitäten. Es ist teilweise schon so, dass andere Studenten die Reste gar nicht mehr aufs Band legen, sondern direkt den Bändern geben oder beim Essen ein bisschen drauf achten, dass sie so sich das Essen einteilen und so zur Seite schieben, dann essen und wenn sie wollen immer noch ein Stück wieder schieben, sodass das angenehmer ist für die Bänderer. Wunderbar, eine tolle Sache und wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber dann kam die Geschäftsführerin des Studierendenwerkes Freiburg und will nun Abdeckung über die Bänder machen, dass man nicht mehr ran kann. Warum zum Teufel sollte man sowas tun? Ganz einfach. Die Frau sagt, die rechtliche Lage ist ungeklärt. Denn wenn sich jemand einen Erreger eines anderen Menschen holt, was laut Hygieneexperte unwahrscheinlich ist, insbesondere auch dann, wenn man eigenes frisches Besteck benutzt und auf Suppe verzichtet vielleicht, dann könnte man ja als Bänderer das Studierendenwerk verklagen, weil man nun Herpes hat. Da stellt sich mir die Frage, ob ich die Verkehrsbetriebe zum Beispiel nun auch verklagen kann, weil meine Fingerkuppe ja auch den Türöffner drücken muss, wo andere Fingerkuppen auch drauf gedrückt haben. Was für ein Schwachsinn! Was für ein elend heuchlerisches und armseliges Argument! Man will einfach, dass die Studenten, ja, die das Essen kaufen, ne? Und man will einfach Kohle machen, ne? Anstatt dass die Studenten die Reste essen können, ne? Und dafür nichts bezahlen müssen, sollen sie einfach ja, das Studentenwerk unterstützen, indem dort halt ja, das Essen dann besser verkauft wird. Das ist zumindest, also ist doch Irrsinn, ne? Die rechtliche Lage. Die Bänderer haben ja, und da komme ich noch dazu, da komme ich jetzt dazu, den Vorschlag gemacht, dass sie eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass wenn sie krank werden, dass sie nicht das Studierendenwerk verklagen. Also sogar explizit machen. Aber das will man nicht. Das will man nicht. Es gibt keinen wirklichen Grund. Es soll einfach nicht gebändert werden. Das gehört sich nicht. Einfach die Reste zu essen. Wo kommen wir denn da hin? Das soll weggeschmissen werden, damit der Konsum schön weiter gepusht werden kann. Vom Diebstahl wie beim Containern kann man auch rein rechtlich nicht sprechen. Das meint der Norbert Müller, das ist Vertrags- und Wirtschaftsjurist. Der hat da schon mal ein Statement gemacht. Das Eigentum von Essen, was auf die Bänder gelegt wurde, das ist nicht klar geregelt. Also da kann nicht von Diebstahl geredet werden. Das Essen wird erst in der Hand der Mitarbeiter, wenn das sozusagen gereinigt wird, wieder zum Eigentum der Mensa. Beim Essen gehört das Essen dem Studierenden. Aber der Übergang, da ist nicht ganz klar geregelt. Und entsprechend ist das Bändern rechtlich unbedenklich. Kann nicht als Diebstahl gewertet werden. Na ganz ehrlich, wie perfide ist das eigentlich? Da stellen sich Studenten hin und essen die Reste von Menschen, die das nicht mehr essen wollen. Überwinden damit auch einen Großteil Stolz und überwinden auch vor allem Konditionierung. Ne? Richtig, richtig toll. Und im Gegensatz zum Containern ist ja auch nur eine extrem minimale Gesundheitsgefahr gegeben, die man da sogar mit einem Vertrag auch quasi zumindest rechtlich, was die Klage angeht, auch komplett eliminieren kann. Es ist wunderbar. Aber nein, das geht in Deutschland nicht. Und man versucht über irgendwelche dummen Paragraphen, die jeglichen Menschenverstand zuwider sind, diese sinnvolle, durchweg sinnvolle Aktion der Studenten zu verhindern. Absperrungen über die Bänder, damit man nicht die Reste essen kann.
Dass es den Studenten hier wirklich um Lebensmittelrettung geht, sieht man auch unter anderem an diesem Fakt, dass Veganer sogar Fleisch vom Band nehmen und retten, teilweise sogar selber essen, gegen ihre eigenen moralischen Bedenken. Aber weil das Tier dann noch sinnloser gestorben wäre. Und es gibt ja Tierschützer, die halt wirklich sich auch vegan ernähren oder ungesund vegan ernähren, die sich vegan ernähren aus ethischen Gründen. Und denen ist es zuwider, wenn die sehen, dass Fleisch da auf dem Band liegt und dass das weggeschmissen wird, dass dafür ein Tier gestorben ist. So, das sei mal dahingestellt, wie weit das dann ethisch Sinn macht, aber ich will damit nur sagen, da ist ein Idealismus dahinter hinter den Studenten. Studenten waren schon immer ja, auch die Avantgarde, ne, der Gesellschaft. Und früher hießen sie vielleicht nicht Studenten, sondern waren es etwas klügere, jüngere Leute. Aber mittlerweile sind das die Studenten. Und ich finde das eine richtig, richtig positive Aktion. Und ja, ich verstehe nicht, wie man allen Ernstes sowas nicht gut finden kann. Das kotzt mich an. Warum kann man nicht einfach seinen Menschenverstand anschalten und etwas größer denken? Warum sollte man wollen, dass Lebensmittel, die zubereitet sind, die frisch zubereitet sind, weggeschmissen werden, anstatt dass sie noch verwertet werden? Geht es wirklich nur noch ums Geld? Diese Gesellschaft ist pervertiert. Es ist unglaublich angsteinflößend, wie sich Menschen, wenn es um das Geld geht, zu Monstern entwickeln, die jegliche Beherrschung verlieren. Erinnert ihr euch an den Aldi Thermomix und die ältere Frau, die ich euch vorgestellt habe, die diesen billigeren Thermomix haben wollte? Oben im Infogarten. Nochmal das Video. Oder wie Leute sich aufregen, dass wir uns so viele Flüchtlinge nicht leisten können, während wir hier in Deutschland selbst als Arbeitslose im Luxus leben können. Und nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die Arbeitslosen selber, die Geld aus der öffentlichen Hand erhalten. Die werden diskriminiert und nicht selten als Sozialschmarotzer bezeichnet, weil sie Geld erhalten, wofür sie nicht arbeiten. Ich habe selber 2 Jahre als Arbeitsvermittler gearbeitet und ich kann euch sagen, was sich arbeitslos und teilweise auch Aufstocker, die also nicht genug Geld verdienen, in Deutschland gefallen lassen müssen, das ist menschenunwürdig. Überall geht es hier in Deutschland nur um das Geld. Was verdienst du? Wie groß ist dein Auto? Wo fahrt ihr in den Urlaub? Oh toll! Was für eine abgestumpfte und manipulierte Gesellschaft. Und selbst wenn Menschen dieses oder andere Videos sehen, sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Für diese Menschen bin ich, sind andere Menschen, die ähnlich denken, Spinner und Ökos. Man tut das so ab, ja, nicht bloß die eigene Konditionierung angreifen. Ne? Es gibt auch Studenten, weil wir von klugen Menschen geredet haben. Ne? Aber ein Abitur kann man auch ganz einfach mit Reproduktion, also man muss ja immer fleißig sein, dann kann man auch ein Student werden. Es gibt Studenten, die ihr Essen absichtlich nach dem Verzehr versalzen, damit es die Bänderer nicht konsumieren können. Die sollen mal schön selber bezahlen und nicht auf meine Kosten leben. Wie unendlich hohl muss man im Kopf sein, um so etwas zu tun und zu denken. Wo ist die Liebe? Wo ist der Verstand? Ersetzt durch simple Konditionierung und Worthülsen. Eine Gesellschaft jenseits der Vernunft. Tut da was dagegen. Teilt dieses Video. Helft den Bänderen, dass diese Sache öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Dass ein Aufschrei durch die Welt geht. Durch das Land geht. Es muss erlaubt sein, die Reste zu verwerten. Gegen Lebensmittelverschwendung einzustehen. Für eine bessere Welt.